Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité, citoyens les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich freue mich, euch heute einen weiteren Part präsentieren zu können. Wir haben noch ein paar Monate, 5 Monate sind es noch Zeit bis zur Schlacht von Trafalgar, zu der wollte ich nachher noch ein bisschen was sagen. Wir hätten jetzt mit Napoleon die legendäre Möglichkeit, da steht er übrigens, wir hätten mit Napoleon die legendäre Möglichkeit, die österreichische Armee von Wien zu besiegen und Wien damit Stantepede sozusagen zu besetzen. Das werden wir allerdings nicht machen. Der Grund, warum wir das nicht machen, ist die Napoleon zugrunde liegende Spielmechanik, die was damit zu tun hat, dass wir im Krieg mit Preußen uns befinden, wenn wir Wien tatsächlich besetzen. Und das Doofe an der Sache ist einfach, wir sind noch nicht wirklich auf den Krieg gegen Preußen vorbereitet. Also es ist auch noch, es befindet sich ja auch noch England mit uns im Krieg und das wird mir insgesamt eine Nummer zu viel. Was ist das hier eigentlich? Naja, also insgesamt ist mir das eine Nummer zu crazy und da möchte ich jetzt eigentlich auch nicht, ja, da möchte ich jetzt nicht so viel Arbeit reinstecken. Das heißt also, wir müssten unsere kompletten Ressourcen jetzt anstrengen, um einen Krieg gegen Preußen gewinnen zu können, worauf ich echt keine Lust habe. Ich werde stattdessen Folgendes machen. Ich werde versuchen, hier drüben Rumänien freizulassen in Klausenburg. Also Siebenbürgen können wir Rumänien freilassen, ist ganz praktisch eigentlich. Das Doofe ist, die Osmanen werden mit Rumänien einen Krieg anfangen. Die wollen Siebenbürgen immer gerne haben. Das ist einfach so. Allerdings, was wir dann machen können, dann kündigen wir halt das Protektorat auf, dann ist das halt so. Aber wenn die Osmanen ein bisschen Hirn haben, dann lassen sie es sein. Also ich will mit den Osmanen eigentlich kein Palaver haben. Ich fände es gut, wenn sie Odessa einnehmen würden. Das machen sie noch nicht. Was ich auch noch machen möchte, ganz gerne, ist den Krieg noch ein bisschen weiter auszudehnen und ein Bündnis mit Portugal zu versuchen. Ein Bündnis mit Portugal ist extrem schwierig, lässt sich aber einrichten. Ich möchte ja gerne Gibraltar erobern und würde das gerne Portugal dann geben. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn mich Spanien tatsächlich mal angreifen sollte und Portugal dann zu mir hält, dann können sich ja erstmal die Spanier noch ein bisschen rumärgern oder umgekehrt. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann können wir nämlich da ein bisschen die Verbündeten dann gegeneinander ausspielen. Und das müssen wir machen, um die Machtbalance zu halten. Ich weiß, ihr schart jetzt schon mit den Hufen, ihr wollt hier gleich Battles sehen und so weiter und so fort. Kommen wir gleich noch zu. Aber bitte gebt mir die Zeit, jetzt hier noch ein paar strategische Gedanken mit euch zu teilen. Wir werden außerdem Probleme kriegen mit Sachsen. Ich habe ja schon gesagt, Sachsen erklärt ganz gerne mal den Krieg. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also Prag ist halt so ein Einfallstor typischerweise und Prag müssen wir leider offen halten, wenn wir Richtung Olmütz marschieren wollen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Also da ist bei mir noch nicht alles abgeschlossen an Überlegungen. Auf jeden Fall eine Variante, die wir hier jetzt durchspielen können, ist die Rekrutierung von, nee, keine Fußartillerie bitte, und zwar von, ja, sagen wir mal ruhig hier 4 6-Pfündern. Und wir nehmen hier ruhig auch direkt mal noch eine komplette Tourlinie mit. Wir müssen jetzt in der Runde mal noch ein bisschen rekrutieren, denn wir müssen unsere Armee aufstocken. Ich sehe sonst hier schwarz. Wir müssen auch noch ein paar. Und dann, also wir machen das jetzt, weil die Sachen dauern ja ein bisschen länger. Und in der nächsten Runde haben wir wieder Asche übrig und die können wir dann auch wieder in die Rekrutierung stecken. Also da haben wir kein Problem. Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, und das lädt halt natürlich dazu ein, das ist mit Napoleon hier Richtung Russland rauf zu marschieren. Also wir kommen ohne Probleme durch bis Odessa, das wird kein Problem. Und wir kommen eigentlich auch noch bis Belgorod, kommen wir auch noch ganz gut durch. Aber ab hier kommen wir dann ins Stocken und den Vormarsch auf Moskau können wir so vergessen. Da brauchen wir größere Kraftanstrengungen für, vor allen Dingen, weil die Russen da hinten viele Truppen versammelt haben und das ist echt nicht einfach. Wir versuchen stattdessen ein paar andere Spielarten. Und ich versuche die
dann einfach mal zu präsentieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, das haben wir noch. Ah ja, eine Sache habe ich auch noch vergessen. Und zwar, ich wollte mal gerade gucken. Also, Kleve hat 1100 und Hannover hat 1400. Das ist schade. Ich würde nämlich gerne Kleve gegen Hannover tauschen. Der Grund dafür ist folgender. Hannover ist, glaube ich, womit sind die ausgebaut? Die haben hier die Ställe, ne? Das Gestüt bringt, ja, das Rekrutieren, ja, aber nur in dieser Provinz werden die Kosten für Kavallerierekruten reduziert. Ich könnte es mir fast überlegen, weil kacken wir auf die 300. Das Ding ist ja folgendes. Großbritannien könnte hier Truppen abladen und uns dann eben hier in Hannover nerven. Also spätestens dann sollten wir mal schauen, ob wir mit Preußen tauschen können. Wir können mal gerade gucken, haben die noch irgendwas an Technologien? Die Trockenlegung erforsche ich die schon. Müssen wir dann auch nochmal reingucken. Die erforschen schon. Das heißt, das können wir uns hier sparen, mit denen die Trockenlegung zu handeln. Wir können ansonsten fragen, ob wir für... Nee, ich habe eigentlich kein Interesse daran. Ich glaube, sie werden es machen. Wir tauschen Kleve gegen Hannover. Wo haben wir es? Und ich glaube, du gibst mir noch ein bisschen Geld dazu. Es müsste eigentlich gehen. Das Doofe ist, jetzt haben wir das Handelsabkommen mit Dänemark nicht mehr. Das bekommen wir aber noch. Das bekommen wir wieder. Okay, das hier hat geklappt. Das finde ich gut. Jetzt haben wir hier eine geschlossene Grenze. Man kann diesen Deal auch schon früher machen. Aber hier ist jetzt echt das Ding, ich muss meine Truppen jetzt anders organisieren. Und da passt mir der Kram jetzt hier gerade überhaupt nicht rein. Deswegen läufst du hier hin, bitte schneller. Und du läufst hier hin. Ich lasse die Grenze hier noch ein klitzekleines bisschen offen. Und du marschierst jetzt direkt mal hier rüber, Richtung Paris. Denn du wirst auch noch eine Armee bekommen. Ich werde jetzt ein paar große Truppenverbände rekrutieren. Wie gesagt, das habe ich ja eben angekündigt. Das Handelsabkommen mit Dänemark, das bekommen wir noch. Wir haben das Bündnis mit Dänemark, das ist eigentlich am wichtigsten. Wir können hier eine Eisenmine bauen und hier, ja, eine Manufaktur ist doch eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, das Gebäude hier ersetzen wir durch ein Steueramt. Das Dumme ist, dass die Manufaktur ja leider nicht das Bevölkerungswachstum erhöht, aber das ist okay, das geht schon. Ja. Das ist okay. Also diese hannoversche Enklave, die ist einfach nicht so praktisch. Wir haben dann dafür die Möglichkeit, die Briten hier immer gut zurückzuwerfen. Man kann diskutieren, ob es auch sich anbietet, den Briten Hannover zu überlassen. Dafür ist man sie dann halt los. Ne? Also, dass wenn die da halt hocken, dann kommen die da auch nicht so ohne weiteres durch. Es sei denn, Preußen findet sie halt irgendwann cool, aber die mögen sich ja ohnehin schon. Also es könnte immer mal wieder sein, dass die dann da, dass sie da dann versuchen, Kapital draus zu schlagen und so und dann Militärzugang geben und da, das ist einfach nicht so toll. Spanien momentan noch nicht im Krieg mit, nee, ist eigentlich mit allen Interessanten im Krieg. Preußen ist noch nicht im Krieg mit England, ist auch eigentlich extrem unwahrscheinlich. Wir können Preußen versuchen, ach scheiße, ne, das habe ich jetzt vergessen. Das könnte man eigentlich probieren. Moment mal kurz, ich teste das nochmal, ob ich die ansonsten auch dazu bitten kann, England den Krieg zu erklären. Moment mal gerade. So, da bin ich wieder, ich habe nochmal gerade geladen, also komm hier, Preußen. Verhandlungen öffnen. Wir tauschen Provinzen. Wir tauschen dich gegen dich. Und ich hätte gerne, dass du Großbritannien den Krieg erklärst. Das ist gut. Also sie sind jetzt mit England im Krieg, ne? Das ist doch hervorragend. Na also, ich meine, das finde ich doch klasse. Wobei ich jetzt tatsächlich... Wir hätten auch warten können, falls die Engländer hier noch landen. Das hätte sich auch gelohnt. Naja, okay, gut, macht jetzt nichts.
Also du auf den Weg nach Paris. Ich habe die Einheiten jetzt noch nicht rekrutiert. Das machen wir gleich noch. Ja, okay, komm, du gehst nach raus. Wir bauen hier um. Das bietet sich halt einfach an, weil wir in Paris so viele Truppen in der Nähe haben. Wir bauen hier direkt die Gebäude aus. Genau, da könnte ich einmal nochmal durchgucken. Die Manufakturen sollten wir wirklich jetzt anfangen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich, ja. Gut. Dann können wir jetzt wieder mit der Rekrutierung beginnen. Also wir brauchen ja 4 Artillerieeinheiten sind schon extrem viel, ne? Ja, aber warum nicht, ne? Aber ich glaube, ich muss überlegen, ob ich mehr als 3. Ja, wobei. Ich überlege kurz. Nee, ich glaube, 4 Artillerieeinheiten sind echt mega geil. Also da will ich, glaube ich, dann doch nicht drauf verzichten. Okay, gut, ja. Das Tolle ist, dadurch, dass England jetzt halt auch im Krieg ist, ist es nochmal ein bisschen besser geworden hier für uns. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die Burschen wegkriegen. Da gibt es 2 Optionen. Also ich würde ja schon ganz gerne Napoleon einsetzen, um die Österreicher aus Wien rauszulocken und hier einen Angriff zu führen. Das machen wir jetzt auch. Also wir kämpfen jetzt hier gegen die russische Armee. Die wird aus Wien rausrücken. Wir werden uns dann zurückziehen und die Schlacht da machen wir selbst. Wir werden Wien nicht etwa besetzen, sondern wir werden einfach nur schauen, dass wir Wien möglichst schwächen. Das wird die Österreicher dazu veranlassen. Also wir müssen so viele Einheiten jetzt töten, wie irgendwie geht. Das wird die Österreicher dazu veranlassen, sich wieder Richtung Wien zurückzubewegen. Und wir werden mit Napoleon aber den Teufel tun und Wien jetzt schon erobern. Das machen wir auf gar keinen Fall. Also das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. So. Okay, also die ganze krasse Linie, die wir hier haben und die ganze leichte Infanterie, die ziehen wir mal kurz zurück. Wir kämpfen zuerst gegen Russland. Das ist insofern. Okay, wir haben erstmal hier eine scheiß Aufstellungsposition, wenn ich das sehe. Können aber immerhin die Artillerie schon mal hier aufstellen. Und zwar im Idealfall halt natürlich so. Im Idealfall so, dass wir sie schon direkt unter Feuer nehmen können. Und haut das hin. Ja, ich komme nicht weiter vor, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Wir protzen noch nicht auf. Wir protzen noch nicht ab, Entschuldigung. Wir warten. Wir nehmen stattdessen unsere Kavallerieeinheiten schon mal mit. Wo sind hier unsere Schützen da? Also die Voltigeure, die. Oder, ne? Das ist eine für uns hervorragend geeignete Einheit. Wir machen zuerst den Sturm auf diesen Hügel in der Mitte. Dann haben wir eine gute Artilleriestellung. Und ziehen die Artillerie dann hinterher. Die Österreicher kommen von der anderen Seite. So, die Voltigeure müssen wir natürlich auch hier mit dazu nehmen. Bewegt sich auch, glaube ich, schon auf uns zu, ne? Der General ist aber eine normale Einheit. Also, ich muss mal gerade ein bisschen lauter, Mann. Ich höre hier überhaupt nichts. Ich werde es jetzt einmal versuchen abzulenken.
Komm, komm, komm. Schnell zurück hier. Oh nein, und meine Einheiten bleiben natürlich stehen. Das ist halt tödlich, ne? Boah, das ist richtig scheiße. Okay, wir haben nur 2 Kavallerieeinheiten verloren. Und das muss noch einen schönen Schuss geben. Ins Karree, bitte. Ja, das da kann ja jetzt aber auch nicht wahr sein, ne? Und die Kavallerie da hinten, die kommt natürlich auch nicht, weil sie mal wieder nur im normalen Marschtempo unterwegs ist. Also ich verstehe das bei dem Spiel teilweise echt nicht. Wir haben noch Zeit. Kann sich umdrehen? Leider nicht, ne? Oh, die Einheiten sind verbaut. Komm raus. Ich hasse sowas. Es kann einfach nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Ich pause jetzt einfach. Es ist mir egal, auch wenn das jetzt geschummelt ist, aber ich sehe es nicht ein. Hier flüchtet irgendwo noch so eine russische Einheit. Und die holt ihr euch jetzt bitte. Krass, der kann irgendwie noch auf die Einheiten schießen. Okay. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier gucken, ob wir hier eine ordentliche Artilleriestellung finden. Ich finde die hier eigentlich ganz gut. Ja, komm du mal hier raus aus dem Karree. Und geht immer schnell hier in Position. Während ihr euch mal hier aufstellt. Und die Voltigeure, die nehmen wir mal gerade mit hier vorne hin. Okay, gut. Der Napoleon, der stellt sich hier rein. Der General hat die Flucht angetreten. Wir werden unsere Kavallerie jetzt hier auf der Seite verbinden. Okay, gut, jetzt langsam geht's wieder. Aber das war gerade katastrophal, ne? Also, wenn sowas passiert, das ist echt immer mega schlimm. Ja, wie krass, der bounced hier, ne, über diesen, der bounced da, das ist ja total heftig. Da muss ich nicht ins Karree gehen, den schieße ich einfach so weg. Nee. Oh. Ey, wirklich, ne, wenn die einmal gebuggt haben, dann ist das nicht mehr, in den Griff zu kriegen, ne. Die haben jetzt nur den eigenen Einheit in den Rücken geschossen und zwar
Weil die Chasseur halt auch so ewig lang gezogen da lang reiten. Das kann nicht wahr sein. Ah, es macht mich so ärgerlich. Das ärgert mich wirklich wahnsinnig. Ja, renn du mal schön da durch die Kanonen durch, ne? Und dann bitte hier hoch. Das müsste die Garde sein. Ah ne, ist eine normale Linie. Okay. Und hier drüben haben wir auch noch eine Linie. Die nutzen wir hier drüben, um da die Front zu verstärken. Fächern uns hier ein bisschen auf. Wir holen jetzt die Kavallerie hier zurück. Merke ich, das sind Grenadiere, ne? Ja. Geht immer in die Hocke. Ich verliere trotzdem noch Einheiten bei denen, obwohl die eigentlich jetzt... Genau, hockt euch mal. Das muss ja eigentlich gehen. Da nochmal eine Einheit verloren. Aber die schießen hier nicht mit Kartätschen oder so. Tja. Ach ja, Männer. Ihr habt's nicht einfach mit mir, ne? Ich bin kein guter General. Kommt her. Also, ich weiß ja, dass man, wenn man dieses Verhalten der leichten Infanterie einstellt... Bitte bewegt euch dann auch jetzt ein bisschen schneller, ne? Ich weiß, dass die dann sich ja so wegducken. Man sieht es ja auch hier, ne? Ne, jetzt laufen sie normal, aber die ducken sich ja dann weg. Und dadurch kann man halt über ihren Buckel drüber schießen. Aber das haben sie jetzt hier aus irgendeinem Grund nicht gemacht, sondern ich habe sie trotzdem erwischt. Das war schade, okay, gut. Aber ich habe bisher auch noch nicht so viel mit den Voltigeuren gespielt. Ist auf jeden Fall Friendly Fire. Es ist halt schade, weil die jetzt ganz gut gelitten haben, glaube ich, ne? Da sind so, da sind jetzt echt ein paar umgefallen, ne? Mhm. Ja, wobei hier auch viele Hotte Hüs dabei waren. Das waren halt zum Glück nicht meine. Die Linie lasse ich hier zur Verstärkung stehen. Oder ich kann sie auch sogar hier rüberziehen. Also weil hier greift jetzt momentan keiner an. Deswegen kann ich hier durch die andere Linie durchlaufen. Und das hier wird sich gleich in Wohlgefallen auflösen. Das ist natürlich nicht gut. Ich kann aber gar nicht den Befehl geben zu stoppen. Dann mache ich mir wenigstens das Feuern aus. Weil im Ideal... Oder so vielleicht eher. Ja, das ist doch gut. Weil sonst schießt er mir ja volle Wutz in die eigenen Einheiten. Das muss ja nicht sein. Ja, ne, das sind diese vermaledeiten Hügel. Ich werde jetzt die Kavallerie da drüben stellen. Mit den Voltigeuren mal hier auf der Seite rüberziehen. Die Linie geht schon mal direkt ins Karree.
So, ich werde jetzt mal seinen General jagen. Unsere Linie scheint ja hier eigentlich gut stand zu halten. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier ja immer alles enger ziehen. Und schon so ein bisschen ihn einkesseln können. Ich tue mal so, als würde ich ihn hier jagen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Welche Männer sind es denn? Die hier, echt? Ah ja, gut, die sind auch viel gelaufen. Da hat er nicht ganz unrecht, ne? So, wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen zupacken. Und auf wen schießt ihr denn so? Schießt ihr überhaupt? Weil, schaut euch mal die Linie hier an. Das kann eigentlich nicht sein, ne? Linie da, die darf jetzt mal gerne flüchten. Na, das hier sitzt ganz gut. Oh nein, echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Warum gebe ich hier den Einheiten überhaupt noch Befehle? Warum mache ich das überhaupt? Komm, hau ab. Unsere Männer fliehen. Ja, ich sehe es jetzt auch. Super gemacht. Immer schön in die Gegner reinfliehen. Das ist der Sinn von Flucht, ne? Direkt in die Gegner reinrennen. Okay, gut. Hauptsache, es war jetzt nicht Napoleon, der da irgendwie verwundet wurde. Wenn ich den erwischt habe, ist gut. Hier, greift dort an. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden bin. Also nicht im geringsten. Geht ihr jetzt in den Nahkampf? Kommst bitte da hinten an. Gut, ich meine die Österreicher. Das sind jetzt auch keine Popeldreher, gegen die wir hier kämpfen. Die sind schon ganz schön... die haben schon gute Einheiten dabei. So ist es nicht, ne? Erfahren sind sie ja auch noch. Das kommt ja noch dazu. Aber ich denke mal, wir werden sie jetzt kriegen... ja, ich muss jetzt übrigens der Artillerie mal sagen, dass sie aufhören soll zu feuern. Ach, das geht jetzt übrigens auch wieder. Das ist doch gut. So, ihr hört jetzt auf zu ballern, denn ihr erschießt euch sonst nur selbst. Ja, das ist doch ganz gut gegangen eigentlich. Ihr habt mich wieder versöhnt, Männer, ihr habt mich wieder versöhnt. Ja. Außer die Voltigeure. Also die haben mich echt jetzt nicht umgehauen, ne? Ja, bitte fortfahren. Hier flüchtet ja noch einiges. Das darf ja eigentlich nicht passieren, ne? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das macht nichts. Hier muss irgendwo eine Einheit sein. Da. Da ist auch noch eine. Und da ist auch noch eine. So, und wenn ihr die jetzt alle noch kriegt, dann seid ihr echt die besten Leute, die es auf diesem Planeten gibt.
So. Puh. Ich trinke mal einen Schluck. Diesmal Siegesmineralwasser. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, für den Tausch mit Preußen hätte ich ihnen eigentlich mehr abknöpfen können. Naja, ist egal. Wichtig ist jetzt hier, dass wir die österreichische Armee so gut wie vernichtet haben. Ne? Verluste 504, 1261, doppelt so hoch. Verlust ist auf jeden Fall gut. Keine Einheit komplett verloren, das ist auch wichtig. Ja, leider viele Verluste bei der Kavallerie. Da gab es zwei, drei dumme Situationen. Die alte Garde hat gut gekillt. Ja, die Voltigeure leider viel Friendly Fire bekommen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten, ja, die Linienfüsiliere waren auch gut. Ganz so schwach sind unsere Truppen ja jetzt auch nicht. Das einzige Ding ist halt, wir stehen jetzt hier halt ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? Also, wenn wir Glück haben, dann können wir uns gleich direkt zurückziehen und dann ist da alles wieder Paletti. Er wird wahrscheinlich, warte mal, wir können trotzdem mal eine Einheit hier rekrutieren. Er wird wahrscheinlich Zagreb einnehmen, das ist nicht schlimm. Zagreb holen wir uns in einer Runde direkt wieder zurück, müssen wahrscheinlich nur das Ausbildungslager wieder reparieren, aber das ist okay. Warte mal, nee, wir haben hier eine Armee. Wir können die noch mit reinziehen. Schade. Ja, wird er wahrscheinlich sich holen, ne? Naja, dann gucken wir mal. Okay, und ja, zur Schlacht von Trafalgar sage ich dann im nächsten Part was. Das mache ich jetzt nicht mehr, das ist mir dann doch ein bisschen zu lang. Wir machen aber hier noch gerade die wichtigsten Bewegungen. Und die beziehen sich ja eindeutig hier drauf. Und du kannst leider nicht mehr mitkommen, das ist schade. Stell dich mal hier hin. Und du kannst ja mal auch loslaufen. Ich meine, so sind wir jetzt auch nicht verkehrt aufgestellt, ne? Gut, nächste Runde können wir dann eigentlich auch auf das Schiff drauf. Ja, und dann gucken wir mal. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis dahin, à la prochaine fois. Tschüss!